So. Musik, so schön wie sie auch ist, einmal aus. Oh, ja, gut. Langweilig ist sehr. Hier war es, glaube ich, mit den Trollen. Ich glaube, da war es. Da? Da oder da? Irgendwo da. Den Bereichen, wo ich nicht weiterkam. Habe ich irgendwas? Ja. Yeah. Warte mal, habe ich Platz? Ich muss ja erst fertig machen. Mach das. Mach alles in Ruhe. Schreibe mit der Wahrnehmung. Ja, yeah, ich weiß. Ich weiß. Ich muss nur gucken, ob ich Platz habe. Ich habe Platz. Das ist schön. Sehr schön. Tada. Wunderbar. Danke. Vielen, vielen lieben Dank. Ach du gute Nonne. Oh nein, ich habe schon wieder irgendwas gekriegt. Universelle Rune, das weiß auch schon wieder nichts Gutes hier. Ach so, die Stufe ist voll. Okay. Was gemacht. Könnte, aber ich lasse es. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das waren die Dinger. Die einmal ganz kurz die Textgröße wieder höher machen. Sehe ich auf meinem Monitor wieder nichts. Bin halb blind, was die Schrift hier angeht. Anstehende Aufträge. Das war das. Das war das, okay. Ich muss mich jetzt erstmal wieder einfinden. Das ist wieder gar nicht mehr so einfach. Bingo Boffen ist mit drin. Ein Sammelande. Achso, das ist das. Epos. Das sind die Trollen. Okay. Gut. Gut. So, jetzt wollte ich einmal was im Shop nachgucken. Bevor es losgeht. Schwarz wollte ich mir. Das wollte ich nämlich eigentlich beim letzten Mal machen. Vor 2 Wochen war das, glaube ich. Wo wir ja eigentlich Lotro streamen wollten. Ich meine, das war vor 2 Wochen. Das kann aber auch vor 3 Wochen sein. Wie ist es denn? Ja. Angebote, was cool denn da? Hey, ich bin ja schon wieder so im Shopping-Waren, aber. Nee. Nee, da war es nicht. Ich wollte nämlich mal gucken. Ja, Instanzen habe ich. Nein. Wo konnte man denn nochmal da sein Inventar vergrößern? Das steht nochmal. Nee, das ist Rassenwechsel. Nee, das ist Stufen überspringen. Das will ich nicht. Da! Haups! Okay. Hat's geklappt? Yep, hat. Zumindest 10 Plätze mehr.
Ich hatte mir nämlich jetzt genug Steinchen, also genug Münzen da angesammelt, dass ich mir das jetzt mal endlich holen konnte. Ja, ich habe diese scheiß Dinger hier. Ah, das machen wir da oben. Wir müssen aber hier hin. Und dann da hinten die Scheiße machen. Das ist einfach viel zu lange her. Also wenn ich heute ein bisschen verpeilt bin in Lotro, dann... Entschuldigt bitte, ich muss wirklich echt erst reinkommen. Laut Steam hat sie nämlich, glaube ich, seit 2 Monaten nicht gespielt. Was eigentlich nicht stimmen kann, aber... Ich hatte mit einem anderen Char auf einem anderen Server weitergespielt. Ich brauche dich. Ja, was hat die einfach den Kopf verdreht? Nein! Du kleines Popo-Gesicht. Lass mich in Ruhe. Lass mir mal Zwergeneisen. Ich mag es nicht, wenn mich Leute stören. Ich muss nämlich... Das war nämlich auch etwas, was ich noch machen wollte. Unbedingt wieder Eisen und sowas abbauen. Da habe ich ja bei die letzten Male etwas vernachlässigt. Da oben ist es. In Lodro ist selber so eine Elbenblondine. Ey, hör auf. Wahrscheinlich erstellen wir uns doch in Herbert hier drin. Herbert wird uns jetzt in jedes MMO, was wir spielen, folgen. Herbert, der Unverwüstliche. Schade, dass es nicht in jedem Spiel so ein Bunny gibt. Aber dann nimmt man einfach irgendwas, was... Ja, was man nicht so ganz ernst nehmen kann. Verunstaltet den Charakter. Und dann nennen wir es immer Herbert. Mark Herbie. Das heißt, wir mögen alle Herbie. Herbie ist für alle da. Herbie Schmidt. Mit TT, bitte. Herbie nur mit TT. Also Herbie Schmidt. Die Herbert. Gut. Der Arme, ey. Ich entschuldige mich wieder bei allen Herberts. Oder Schmidts. Ah. Hey, aber mit Herbert sind wir gestern noch gut vorangekommen. Das kann man nicht anders sagen. Herbert hat gut was geschafft. Lass mich hoch. Ach, komm. Danke, Manu. Was müssen wir hier überhaupt machen? Nimmt den Zutrittstein. Ah, da. Muss ich da etwa zutreten? Ich weiß ja, was schlecht. Ach komm. Das wird hässlich. Die haben so ein bisschen was von. So einem, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, es war ein Horrorfilm aus den 70ern, 80ern. Mit einem Yeti. So ein Yeti-Horrorfilm. So ähnlich sehen die Viecher aus. Frag mich aber bitte nicht, wie der Film hieß. Ich habe keine Ahnung. Muss ich hier sogar noch irgendwo haben, wenn ich ihn nicht damals weggeschmissen habe. Ich habe irgendwann mal so richtig viele schlechte Horrorfilme geschenkt gekriegt. Ich frage mich bis heute warum, weil ich gucke weder die guten noch die schlechten Horrorfilme. Aber da war da auf jeden Fall was dabei und ich dachte so was. Ja, das ist aber kein Horrorfilm. Ich bin immer noch.
noch erst seit 4 Jahren dabei. Wobei, für manche Kinder könnte es vielleicht verstörend sein, der Film. Dann wäre es vielleicht doch ein Horrorfilm. Horrorfilm für Kinder. So ähnlich wie Monster House. Ist tatsächlich ein Horrorfilm für Kinder. Zumindest habe ich ihn damals so empfunden. Das war echt... Oder Coraline. Das war genauso ekelhaft. Mit dieser Familie, die dann Knöpfe als Augen hatten, glaube ich. Seitdem mag ich Knöpfe nicht mehr. Franz, was ist das? Dein Name? Ja, genau. Genau das, Fuschus. Genau das. Und Vivi Hybrid. Vivi, da. Ich habe Bingo-Abzeichen. Hatten wir uns dafür schon alles geholt, was wir wollten? Ich habe viele tolle Dinge im Angebot. Augen als Knöpfe wären auch. Ja. Das ist das auch, ja. Ja. Ja, die hellbraune Ziege haben wir. Gerne. Wo gibt's die nächsten Bingo-Abzeichen? Ich hätte gern mehr. Nicht trödeln. Nicht bummeln. Ja, tatsächlich, das ist der Zutrittsstein, von dem ich gesprochen habe. Gut gemacht. Jetzt kann die eigentliche Arbeit beginnen. Willkommen. Ihr kommt wahrlich. Wie viel Text wollen Sie haben? Ja. Ach, wieder Gefährtengruppe. Okay. Jetzt, da wir den Zutrittsstein haben, ist der Weg in die Grimhand-Festung frei. Nun könnt ihr euch sowohl dem Nazgul als auch Skogrim stellen. Doch die Herausforderung ist groß und ihr werdet Hilfe benötigen. Schart am besten einige Verbündete um euch, da die Bewältigung dieser Aufgabe Skogrims Leben hoffentlich ein Ende setzen und dies ein großer Segen für das Volk Durins sein wird. Wird mein Sohn Gimli euch begleiten und im Kampf unterstützen. Ich werde ihm den Zutrittsstein und das geheime Zwergenwissen anvertrauen, das nötig ist, um das Tor zu öffnen. Geht nun, schart Verbündete um euch und bereitet euch auf den Kampf vor. Sprecht mit Gimli, soweit ihr bereit seid. Ist müsste Gimli nicht eigentlich gerade unterwegs sein nach Mordor? Also rein theoretisch, oder sind sie noch in Bruchtal zu dieser Stelle? Dann würde sie ja wenigstens noch... Ne? Müsst ihr die eigentlich schon bald wieder lostapern? So bald? Wie lange waren die denn nochmal in Bruchtal? Ein Monat? Zwei Monate? Ein Monat? Guck du was in der Richtung, ne? Er befindet sich in einem der Gästezimmer. Okay, er ist doch ein Punkt. Ihr könnt im Geheim gemeinsam aufbrechen und er wird euch den geheimen Zugang zum inneren Bergfried öffnen. Dies wird ein großer Tag für die freien Völker sein. Ich werde eure Rückkehr und die Geschichte eures Sieges mit Eifer erwarten. Mhm. Wer eine Gruppe gefangen hat, sie wird dennoch allein bestreiten, aber da hat ihr einen Inspirationspunkt. Das ist groß. Ja, okay. Das kann was werden. Oder auch nicht. Namen Kaya. Wie geht's dir? Wie geht's deiner Erkältung? Wir haben keine Nachricht des Tages. Was will ich haben? Ja, soweit auch. Bisschen vollgefuttert, weil ich gerade relativ schnell gegessen habe. Wollte ja noch rechtzeitig fertig werden. Aber so ist gut. Ich kann eigentlich mal. Da kriege ich vielleicht auch wieder ein bisschen Platz. So. Einen wunderschönen guten Abend, Masaki. Wie geht es dir? Ja, ich hatte nicht so viel Zeit. Ich war schon... Ich glaube...
5 oder 10 Minuten über der eigentlichen Beginnzeit. Ne, eine halbe Stunde drüber. Ich wollte eigentlich um 17.40 Uhr anfangen. Um 17.40 Uhr war ich aber, glaube ich, noch in einem Raid. In FF14. Kam ich natürlich noch nicht raus. Das heißt, ne? Da musste ich halt mich ein bisschen ranhalten. Die Zeit hatte ich dann nicht. Also, ich will jetzt einmal hier ganz schnell die ganze Kram hier einmal loswerden. Auch weil wegen Platz. Ich fürchte nämlich, dass nachher das ganze Ding wieder mehr als voll sein wird. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas bei ist. Ja, aber ich möchte sie öffnen. Ich will sie ja öffnen. Ich will den Inhalt ja haben. Sofern ich ihn nicht doppelt habe. Ich will den Inhalt ja haben. Das habe ich auf jeden Fall doppelt. Mal. Wenn ich sie nicht haben will, dann öffne ich sie mal so. Ja, aber die wollte ich haben. Deswegen habe ich sie da aufbewahrt. Das hier brauche ich offenbar nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Ja, aber ich hatte das eine Set doch noch nicht vollständig. Weißt du eigentlich, wie viel ich von den Dingern habe? Ich habe noch 20 Stück im Lager. Ich habe da so viel von. Und für die 40er habe ich noch nicht alles vollständig. Also, nur nicht alles. Alles. Ich glaube, einen davon behalte ich. Das kann weg. Die behalte ich auch nochmal. Und die Handschuhe hatte ich auch schon. So. Ich habe da noch locker 20 Stück von den Dingern. Die habe ich ja immer über mehrere Monate gesammelt. Huch. Wo ist es? Da ist es. Nein. Oh Gott. Was kann ich eigentlich? Ja. Außerdem brauche ich die Steinchen auch noch. Ich wollte noch was kaufen. Ich will doch Pets und Mans haben. Die anderen Sachen, da behalte ich. Ja. Jetzt bin ich glücklich. Auch erst jetzt. Und jetzt dahin. Komme ich am schnellsten dahin? Ja, so rum. Okay. Kaya, wir haben hier mittlerweile einige, die sich mit Lot rauskennen. Glaube ich. So der eine oder andere zumindest. Irgendwas stimmt mit meinem Elch nicht. Oder Hirsch. Das ist ein Hirsch, glaube ich, ne? Das ist irgendein Grund. Ich bin nur Radiomoderator. Aber was, ich gehe mal voraus, dass du trotzdem mehr Ahnung hast als so der ein oder andere. Da gehe ich aber mal ganz stark von aus. Achso. Geht nur wieder um die Raids. Richtung. No, Feuerwürmer. Ich möchte immer noch so einen Feuerwurm haben. Die sind süß. Die sind dick und knuddelig. Zumindest das Hinterteil ist dick. Knuddelig. Du bist ein Feuerwurm.
Also als echtes Haustier. Oder ne, Felswurm. Okay, Felswurm heißt es. Ich bin so ein Felswurm. Felsschwimmer sind süß. Nein. Hi. Müsste er mich nicht eigentlich sehen? Wie ich hier an den Zwergeneisen rumhantiere? Keiner erzählt, dass er mich nicht gesehen hat. Die Gegner sind manchmal wie Trainer bei Pokémon. Jo, gut. Oder hier hat einen knackigen Pippis. Ja, gut trainiert, würde ich sagen. Na gut, was hat aber auch so ein Yeti... Was hat so ein Yeti auch groß zu tun? Hi. Hol ich mir das? Ich hol's mir. Komm ich da überhaupt hin? Aber frisches, muss ich mir Gedanken machen, auf was du schon wieder achtest? Ich bin da so langsam ein bisschen bedenklich. Oh, warum gibt es hier so viel heute? Also, wir kommen niemals an unser Ziel an, weil ich ständig hier am Abbauen bin. Nein. So. Zwergengold. Ja, das hier, oder muss ich das von irgendwem... erledigen? Ein Kreuz wie Jesus und dann ein Hintern wie die Schlange von Eden, das fällt auf. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ah, von denen kriegen wir es. Mächtiges Badaboom. Die Waage haben es bestimmt nicht, oder? Nee, aber wir könnten den Waag bezwinger machen. Haben wir noch irgendwas für was gegen? Weißt du, du wirst mit diesen Truhen sowieso zugespammt. Du kriegst so mehr Truhen als alles andere. Was sind Münzen? Nee. Hole ich mir jetzt aber nicht aus dem Shop. Ich lese mal keine Lust drauf. Das weiß ich, was ich den ganzen Abend wieder mache, und zwar Bezwingertaten. Das mache ich irgendwann anders mal. Und 12?
Ich hab Bock auf eine Words into mit Gaia. Ich glaube, dafür seid ihr beide zu alt. Das wird nichts mehr. Ich glaube, da bleibt er schon auf der Hälfte liegen. Macht lieber eine World's End Tour zu Hause. Auf dem Sofa oder so. Ich glaube, ich werde gleich gehauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das kriege ich zurück, den Spruch. Ich spüre es jetzt schon. Ich glaube, Frisches kocht demnächst nicht mehr für mich. Ich muss mich ab jetzt selbst versorgen. Kaya könnte es schaffen, bei mir ist die Lage unsicher. Na! Ich glaube eher, du würdest es schaffen und Kaya würde liegen bleiben. Ich würde das eher umgekehrt sehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlicher. Wissen tue ich es natürlich nicht. Kaya könnte uns doch überraschen. Nicht gegen Kaya Lake. So, ich bin erstmal Raiden. Verabschiede mich schon mal. Da ich nach dem Raid gleich auf Arbeit mache. Viel Spaß euch noch. Das sind Streams zwar noch laufen, aber stehen auf Stumm. Macht das Hybrid. Viel Spaß beim Raiden. In Gedanken raid ich auch. In Level 14. Donner Buddies. Genau. Da, wo ich gerade bin. Hier muss ich erstmal kurz das Gold auf Gold einsammeln. Und danach müsste ich zum nördlichen hohen Pass hier oben hin, wo diese kleinen Hütchen stehen. Da sind, meine ich, diese großen, dicken, fetten Trolle. Ah, nee, die Riesen sind hier unten. Also ich müsste einmal dann zum nördlichen hohen Pass und einmal zum Riesenfall hier unten. Oder Riesenhall oder... Heißt das Fall oder Hall? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall nach da unten. Und nach da oben. Das hier mache ich noch schnell fertig, während ich die kleinen Gnome hier finde. Da sind die letzten. Also lange Laufwege. Oder Reitwege. So, und der letzte. Nützliche Zahnarlan. Battle Game. Jo. Aber ein ganz falsches Game. Ach ja, ich hab ja gar nicht. Warte mal. Ist das die Katze? Ja, meine rauchgraue Katze. Zu den Samtpfoten brauchen wir doch auch eine Katze. Deswegen habe ich meine ganzen Katzen eigentlich hier geholt. Ich glaube, ich habe mittlerweile 3 Katzen. Nebulus. Nee, leider nur Nebel. Man kann die leider auch nicht umbenennen. Nur die Reittiere kann man, glaube ich, umbenennen. Verrückte Katzenlady. Oh ja. Oh ja. In der Tat. In der Tat. Hallo! So, die Viecher habe ich jetzt vollständig. Wir können also jetzt Richtung nördlicher Hoher Pass. Könnten wir wandern. Ich verlaufe mich zwar wahrscheinlich 30 Mal, aber... Ah ne, wir müssen da hoch, glaube ich, oder? War das da hoch? Ich weiß es doch nicht mehr. Nee, warte. Ich habe keine Ahnung mehr. Doch, wir mussten da hoch. Hoch und dann da durch, oder? Hoch und dann da lang und dann... So, hi. Da hoch? Ich weiß es
bist du nie mehr. Hi. Ich folge dir einfach. Warte mal. Kann ich nicht? Geht nicht auch? Ich hab so... Aua. Ich bin umgefallen. Warte mal, warte. Jetzt. Muss ich nächstes Mal machen. Schmeiß mal den Ring ins Feuer. Ja, ich hab keinen Ring. Den Ring hat Frodo. Wobei doch, ich habe viele Ringe. Zwei Ringe habe ich. Ist das aber keiner von den wichtigen. Ich möchte aber nichts ins Feuer schmeißen. Ich mag doch meine Sachen. Ich leide dir ein. Okay. Es sei denn, es ist so ein Stimmungsring. Den würde ich gern behalten, den Stimmungsring. Der wechselt immer so schön die Farbe. Ohne Scheiß, ich mag diese Stimmungsdinger wirklich. Einfach weil ich diesen Farbwechsel mega cool finde. Gut, meistens bleibt er eh bei grün bis kackbraun, aber trotzdem. Keine Sorge, ist gerade Stimmungsring. Dann ist gut. Gesundheit, Frosches! Ich mag Ringe. Augenringe, Zwiebelringe. Juhu, Stallmeister. Seid gegrüßt.